Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz spezielles Unboxing für dich, denn ich wurde ausgelost, wie auch immer, eine GloPro-Box hier mit euch zusammen auszupacken. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was auch ziemlich cool ist, ich habe tatsächlich nicht nur eine Box zugeschickt bekommen. Nein, ich habe direkt zwei zugeschickt bekommen. Denn, so sagt das Kärtchen, one for you and one for your crew. Das heißt, ich darf auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Was ist die GloPro Box? Naja, also, es ist so, dass vor anderthalb Jahren oder so gab es ja mal so ein Event, das ich die Glow nannte. Und da hatte ich mich auch drauf beworben. Da konnte man sich über die Glow Homepage als Glow Pro anmelden. Also, dass man quasi als Content Creator dort sagt, hey, ich möchte gerne irgendwie dort sein. Also, dass, ne, dass man quasi Glow Pro wird, dass man gegebenenfalls mehr Informationen bekommen, dass man zu irgendwelchen Events auch vielleicht mal eingeladen wird und auch auf Ständen, ne, präsent sein darf und so. Und ja, da hatte ich mich halt beworben und bin auch in dieses GloPro-Programm aufgenommen worden. Leider ist die Glow dann ja auch immer wieder verschoben worden und wie auch immer, die gab es dann ja letztendlich online. Und ich wurde aber in den illustren Kreis der GloPro-Mitglieder aufgenommen. Und da bekommen wir natürlich auch immer mal wieder Updates und E-Mails. Und man kann sich da monatlich auch drauf bewerben. Ich glaube, das ist monatlich, dass man die GloPro Box bekommt. Und da sind ein paar ausgewählte Produkte, die einfach interessant sein könnten, die einfach mal zu testen, vorzustellen und so weiter. Oder halt zu verlosen, eine komplette Box. Und deswegen habe ich das gemacht, dann wurde ich ausgelost und hier bin ich, hier habe ich sie und kann sie mit euch zusammen auspacken. Fand ich ziemlich cool. Also ich habe mich extrem gefreut, als die jetzt Freitag ankam, glaube ich, wir haben jetzt Sonntag. Ja, echt cool. Teilen, ob mit deinen Liebsten im echten Leben oder im World Wide Web, macht bekanntlich Freude. Das stimmt, Leute. Und genau aus diesem Grund darfst du diese zweite Box an eine Person aus deiner Community verlosen. Ich freue mich auf dein Posting XOXO, die liebe Merit. Ja. Das ist Hashtag GloProBox, die habt ihr ja auch quasi, den Hashtag seht ihr ja quasi hier unter dem Video. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal uns die Box an. Das ist echt schön gemacht. Das Cover Your Natural Beauty ist da das Motto von der Box. Also entdecke deine natürliche Schönheit. Ihr wisst es. Ich schmink mich gerne hier mit euch zusammen vor der Kamera und zeige euch das ein oder andere neue Produkt. Ich bin aber auch gerne natürlich unterwegs. Mein Freund sagt es auch zu mir, er mag es am liebsten, wenn ich komplett ungeschminkt bin und einfach gerade wie Gott mich schuf. Aus der Dusche kam quasi, ne? So. Ja, auf jeden Fall, ne? So viel dazu. Bin ich auch so ganz normal, wenn ich auch auf der Arbeit bin zum Beispiel, habe ich keine Foundation oder so groß drauf. Vielleicht mal ein bisschen Cream Blush, aber Mascara habe ich safe immer drauf, weil ich einfach Mascara liebe. GloPro Box Special steht hier auch drauf. Genau, das ist eine Spezialbox. Und hier haben wir so eine, was ist das denn für eine Blume? Es ist eine Blume. Es ist eine Blume. Ist das eine... Oh mein Gott, ich habe sie im Garten. Wie heißt sie denn? Ist das eine Lilie? Ich glaube, das ist eine Lilie, oder? Aber wir sind jetzt mal gespannt und wollen reingucken. Habe ich nämlich noch gar nicht. Wir haben zwar eine E-Mail bekommen, wo die Produkte so grob angerissen waren, da habe ich aber gar nicht weiter geguckt. Und hier haben wir den Inhalt der Box. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Okay, Discover Your Natural Beauty. Wir freuen uns sehr, dich heute mit der neuen Special Edition der GloPro Box zu überraschen. In Zusammenarbeit mit diesen angesagten Beauty Brands möchten wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen und darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist. Diese Beauty Brands beschäftigen sich zunehmend mit recycelbaren Materialien, Verpackungen und ökologischen Inhaltsstoffen. Auch wir vom Glow Team haben diese Box entwickelt, die aus mindestens 90% Recyclingmaterial hergestellt wurde und vollständig recycelbar ist. Richtig cool. Bedruckt ist sie mit wasserbasierter Tinte. Wie ihr an der Box seht, gilt auch für uns, nobody's perfect. Aus hygienischen Gründen ist es leider noch nötig, eines dieser Produkte in Plastik zu verpacken.
Das gesamte Glow-Team wünscht dir ganz viel Spaß beim Unboxing. And don't forget to share. Zeig deine hübsche Box der gesamten Welt und poste deine exklusive Experience mit dem Hashtag GlowProBox auf Instagram. Can't wait to see it online. Ja, natürlich, ne? Das werde ich auch machen. Ja, werde ich dann wieder nachher alles einpacken. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Okay, ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt und das ist ein Brush Holder, glaube ich. Ach, wie fancy ist das denn? Brush Protection on the Run. Von Brushtube and nee, ask your brushes why. Hä? Brush Protection, ein Pinselschutz? Leute, ihr wisst, ich bin ein Pinselfreak, ne? Ich bin nicht nur ein Pinselliebhaber, ich habe so viele tolle Sachen. Der Rabattcode GlowXBrushTube gibt dir 15% Rabatt auf brushtube.com. Free Shipping ab 39 Euro. Brushes Protection at Home. Okay, was ist das? Für ein geiles Gadget. Ich liebe Gadgets, Leute. Ne? Ich bin ja echt crazy. Crazy, was bist du denn? Was bist du? Ich kann es drehen. Ich kann es ziehen. Ich kann es drücken. Kann ich irgendwas abmachen? Hier ist nämlich so ein... Hä? Was ist das? Leute, hier ist so ein Gummireifen drum zu. Ich bin so doof. Man kann einfach die Kappe abnehmen. Ey, guten Morgen, Claudia. Okay, und dann kann man theoretisch hier oben den Pinsel dann so reinstecken. Ne? So. Und dann kann man den so durchziehen und dann steckt der hier so safe drin. Guten Morgen. Und dann macht man das einfach wieder zu und dann hat man den so reisefertig. Und für zu Hause kannst du es natürlich einfach so als Pinselhalter nehmen, indem du dieses Ding hier halt einfach unten so dran steckst. Huch. Und dann hast du hier so einen Pinselhalter. Dann steht halt so das Pinselding. Ah, ich bin so doof manchmal. Ja, ja. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Okay, ja, aber ich habe herausgefunden, was das ist und was man damit macht. Das ist nicht ein Träumchen. Entschuldigung. Das war echt witzig. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier Nature Box mit kalt gepresstem Avocadoöl. Sanft, feste Duschpflege. Das ist eine recycelbare Verpackung. 99% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. Zertifizierte Naturkosmetik. Dieses EcoCert, Cosmos Natural, frei von künstlichen Farbstoffen und so. Das dürfte dann 100 Gramm von einer festen Dusche sein. Das finde ich cool. Also halt, ja, Body steht hier auch. Genau, dass man das einfach wie ein Duschgel verwendet, nur halt als festes Duschgel. Und das entspricht zwei herkömmlichen Duschgelflaschen von 250 Millilitern jeweils Inhalt. Und hier steht Body Bar drauf. Und auf der anderen Seite steht Nature Box. Sowas finde ich cool, ne? Ich habe auch das ein oder andere Seifensäckchen zu Hause. Auch riecht angenehm. Frisch, echt schön. Schön so nach Avocado halt, aber irgendwie noch ein bisschen mit Frische mit dabei. Das gefällt mir wirklich. Da bin ich halt gespannt, wie das so, ob meine Haut da wirklich nicht genug, also ob ihr das gefällt. Mal gucken, weil ich habe halt sehr sensible und trockene Haut, ne? Dann gehen wir mal zum nächsten Produkt. Und hier habe ich drin Minze Whitening Zahnpolitur Pulver Natural. Weißere Zähne nach 3 bis 5 Anwendungen. Entwickelt von einem Zahnarzt, repariert den Zahnschmelz, zertifizierte Naturkosmetik, natürlich weiße Zähne. Ja, das ist so ein Zahnputzpulver, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht dieses klassische Aktivkohlepulver, oder? Weil das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Calciumcarbonat, Hydroxylapatit und Xylit. Okay, und hier habe ich das Produkt drin und huch, es ist weiß. Das finde ich schön. Ne? Da sehen wir das Produkt, sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Meistens kannst du da dann einfach mit deiner nassen Zahnbürste einmal reindippen. Hier haben wir auch so einen Spatel mit dabei, da weiß ich jetzt nicht, was man damit dann machen soll. Weiß ich nicht, aber werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. 3 bis 4 Mal wöchentlich vor dem Zähneputzen mit Hilfe des beigefügten Spatels eine Spatelspitze Pulver auf die angefeuchtete Zahnbürste geben und ca. 2 bis 3 Minuten lang die Zähne damit putzen. Ach so, nur 3 bis 4 Mal wöchentlich, okay. Anschließend ausspucken, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Okay, also das machst du nicht als Zahnputz. Okay, hier steht ja auch Zahnpolitur und nicht Zahn. Okay, das ist wirklich zur Zahnpolitur und nicht als Zahnpasta-Ersatz. Okay, ja mal gucken, ob ich die noch weißer hinkriege. Ja, mit dem Lippenstift sehen die jetzt nicht so strahlend weiß aus. Aber das finde ich schon wieder noch cooler, tatsächlich. Ja, ich gehe zwar 2 Mal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Ich werde mal die Zahnarzthelferin meines Vertrauens fragen, was sie so darüber denkt, ne? Also wie sie das so findet. Genau, aber ich werde es mal ausprobieren. Ist mit Minzgeschmack. Das ist cool. So,
Was habe ich hier? Ein Handschuh. I don't want 10 on my hands. Oh je. Self-Tan-Gedönsen. 10 mit. An applicator mit that helps create the most awesome 10 in the world without the nasty 10 hands. Also das von B10, einfach so ein Tanning-Handschuh. Jedes Jahr um diese Zeit ringe ich mit mir, ob ich meine Beine mal tänen sollte. Und ich sollte es echt mal ausprobieren, ne? Jetzt habe ich sogar so einen Handschuh. Der fühlt sich sogar schön weich an. Ich glaube, ich probiere das echt aus. One size fits all. Habe ich auch die... Ja, ich habe ja auch die Tanning-Geschichte mit dabei. Okay, Leute. Love at First Tan. Das ist Darker Violet Base. Uiuiuiui. Knocks out orange tones. Also das soll irgendwas... Irgendwie nicht irgendwie was mit Orange machen. Okay. B10, 200 Milliliter. Ja, Sammy atmet schon schwer. Ich habe vor sowas auch tatsächlich Angst. Aber, Leute... Ich habe bald Urlaub. Ich sage es jedes Jahr um diese Zeit, ne? Aber ich glaube, das hier wird jetzt wirklich mal seine Anwendung finden dürfen. Ne? Weil gerade meine Beine, die sind einfach so kalkweiß, weil ich halt grundsätzlich auch gerne mal eine Strumpfhose anhabe. Zum Beispiel so im Büro sowieso, ne? Da trage ich immer eine Strumpfhose dann noch drunter, weil ich mich dann einfach angezogener fühle, ne? So wie heute auch zum Beispiel. Ich habe einfach ein Kleid mit relativ kurzen Armen, ja. Aber ich habe eine Leggings an. Das heißt, meine Beine sind die Stelle an meinem Körper, die ungefähr nie mit Sonne in Berührung kommt. Ja gut, ich probiere es aus. Ja, plastikfreie Verpackung von Garnier, wahre Schätze, ein festes Shampoo haben wir ja auch noch mit dabei. Sanfte Hafermilch, da habe ich, glaube ich, die Haarkur sogar von. Mit Inhaltsstoffen pflanzlicher Basis, beruhigend, empfindliches Haar, habe ich, passt. Hört sich gut an. Werde ich dann demnächst mal ausprobieren. Und auch da hast du eigentlich länger was von. Jedenfalls versprechen das die Hersteller, ne, als von einem regulären Shampoo. Und das sieht aus wie so ein Tropfen und das riecht so gut. Oh, das riecht so gut. Oh, ich liebe ja auch diese Haarkur. Da könnte ich mich reinlegen. Oh, nom. Also richtig geil. Und das kommt auch in ein Seifensäckchen und unter die Dusche. Mit sanftem Haferkernöl, feuchtigkeitsspendender Reiscreme und veganer Formel. 97% abbaubare Formel, schnell abspülbar. Um Wasser zu sparen, dermatologisch getestet. Das ist ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs sind auch nicht mit drin. Mehr soziales Engagement, umweltfreundlichere Formeln, mehr Einsatz von recycelten Materialien, mehr Einsatz von erneuerbaren Energien, mehr Einsatz im Kampf gegen Plastikverschmutzung. Da setzt sich Garnier halt auch für mit ein, offensichtlich. Jedenfalls steht es hier auch drauf. Und das finde ich schön. Und das hier waren jetzt ein paar Produkte, die ich jetzt demnächst mal testen darf und die ihr tatsächlich auch in diesem Video gewinnen könnt. Wie gesagt, alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut gerne einfach mal vorbei. Also ich finde, das sind schon so Produkte, die einen auf einen natürlichen Urlaub bringen. Ich habe jetzt auch tatsächlich bald Urlaub. Wahrscheinlich seht ihr das Video sogar, wenn ich schon meinen Urlaub habe. Also die letzten zwei Juniwochen habe ich Urlaub, endlich mal wieder. Und da kann ich mir das gut vorstellen, da einfach mal so ein bisschen auch auszuprobieren. Da bin ich auch experimentierfreudiger. Heißt dann auch mit dem Self-Tan und auch mit der Zahnpolitur definitiv. Die beiden Produkte finde ich auch sehr, sehr interessant. Die werden auch verwendet. Und dieser Brush Holder, das schreit einfach meinen Namen. Ne? Klar, ich werde jetzt dieses Jahr nicht verreisen, aber trotzdem kann ich mir den auch hier sehr gut in meiner Pinselsammlung vorstellen. Und wenn ich dann doch mal verreisen sollte, so, keine Ahnung, vielleicht, es kommt dann ja doch Ende des Jahres nochmal irgendwie eine Geschäftsreise, eine Messe oder sonst irgendwas, ne, dass ich dann da halt auch mal den mitnehmen kann, um meine Pinsel zu schützen. Finde ich cool. Also vielen, vielen Dank, liebes Glow-Team, dass ihr mir die Box zugeschickt habt, beziehungsweise die Boxen und dass ihr mich da ausgelost habt. Und ja, ihr Lieben, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!